Effekte und so weiter. Und dann alles zusammen ist halt dann einfach geil. Sehe ich erst, wie schwach der Porsche ist im Vergleich zum BMW. Du siehst ja am Server sowieso die Zeiten, wenn du da drauf gehst. Da sieht man es eigentlich immer am besten, finde ich. So krass, du machst nur einen Millimeter Fehler und schon verlierst du so viel Zeit, Jens. Ich sag's dir, einen Millimeter. Ein Millimeter bist du. Du bist ein Millimeter anders gefahren als vorhin. Das war's. RIP. .48311. So, ich habe keinen AK-Sprit mehr. Ich parke schon mal, bevor der Sprit ausgeht. Hä? Wieso ist da nichts hinter mir? Achso, da ist ein Schild. Ich dachte schon. Okay. Jetzt schauen wir mal kurz hier. Das erste Mal ist hier... Okay, der M4 ist 1,46. Okay. Danach ist der Ferrari 1,46,1. Ferrari 1,6. Was war der BMW? 1,46,0, 1,46,1. Krass, mit dem Ferrari so viel stärker. KD ist mit dem Ferrari. Boah. Das ist doch mal heftig, Alter. Boah, krass. Die Schweine. Schade, dass er nicht markiert bleibt hier bei dem Browser. Keine Ahnung warum. Jetzt würde ich euch alle anzeigen hier. Ich weiß nicht, was das soll eigentlich hier mit dem. Hör mal.
Ach so, das ist mal was aktualisiert. Ja gut, dann kann der Browser nichts dafür. Puh. So ist Jens nicht da, kann ich mir das nicht erzählen, verdammt. Na gut, dann gehe ich auch schiffen. Mal kurz pinkeln. So, Moment. Uff. You can try to resist, try to hide from a kiss, can fight the moonlight. Oh Mann. So, wieder da. So. Gonna get to you. So scheiße, Alter. So scheiße. You can try to resist, try to hide from a kiss, can't fight the moonlight. The night is gonna get to ya. Hallo Jens. Hi. Was war das? AC/DC? Rammstein, Kappa. Ich muss dir mal was Kurzes sagen. Ich bin mit dem BMW vorher 1,460,0 gefahren. Ne? 1,460,0. Mit dem Ferrari war es 1,461. Und weißt du, was Xentran gefahren ist, die Sau? 1,43,7. Wow. Bin ja noch einen Kilometer entfernt. Katie war 1,44,2. Also Xentran ist mit dem Porsche, mit dem
der so stark ist, den du dir gar nicht gefällt, ist er die beste Zeit von allen im Server gefahren. 41883. Wow. Na schauen, wie stark der halt ist, ne? Alter, wer klar? Was fährst du denn gerade? Ach, du fährst immer noch mit dem. Okay, cool. Bin ja gerade erst zwei Runden damit gefahren oder sowas. Sieben. Steht Wie viel? Hier. Sieben steht hier. Okay, jetzt mit der Einführungsrunde, denn in der richtigen Runde, davor vier, dann vielleicht noch zwei, die nicht geklappt haben. Kommt schon irgendwie hin. Krass. Wann bist du denn das nächste Mal da? Morgen, denke ich. Ah ja, das ist ja cool. Was muss ich denn noch testen, Alter? Habe ich den Lexus getestet? Ist das ein Lexus? Ich weiß nicht, ob ich den getestet habe, aber langsam werde ich schwach, sage ich dir. Langsam werde ich schwach. Ich habe zwei gewisse Tabletten noch gar nicht genommen, die ich nehmen muss eigentlich um 12. Jetzt wäre ich schon über, ne? Ripp. So, muss ich nachher noch einfach nehmen. So, ein bisschen noch testen hier. 3, 2, 1, Frau Mäckis. Kennst du das nicht? Junge, 3, du, es ist 3, 2, 1, Frau Mäckis. Geht weit zum Moonlight. Das ist so beschissen gesungen. Finde ich aber geil. Ich mag das. Engine Map hat der sogar. 6er Heckflügel. 60er Bremsbalance. Ach du Scheiße. Ich bin mal gespannt, wie das mit hinten ist. Der war ganz schön tief auch, oder? Ne, hier sieht man das hier. Entschuldigung, 20, 25, doch. Anna war 33. Ich weiß nicht, ob sich das vergleichen kann von Auto zu Auto. Alright, Gino, let's go! Was hab ich jetzt? Ich glaube Lexus. Den hast du, glaube ich, schon getestet hier. Alter, was hat denn der für eine Beschleunigung, der Typ hier? Für kurze Gänge hier. Krasses Ding bis jetzt. Wow. Wie er lenkt. Sehr direkt irgendwie. Oder einfach zu schnell. No. Wow, fuck. Eine schmutzige Frontscheibe hier. Ja, okay, ich hätte 52,2 fahren können ungefähr, aber ist immer noch nicht gut. Doch klar. Hä? Jens, du bist doch jetzt 9 Runden oder so gefahren. Fahr doch mal 100 Runden mit dem und schau, was dann rauskommt. Als Beispiel jetzt. Ich bin mit einigen Autos wirklich so viel gefahren. Du bist mit dem Porsche 6, steht hier. Bei mir steht übrigens 5 Runden. Ja, weil du nochmal. Was ist hier? Im Server stehen 10, 9, 10. Ah, auf dem Server, okay, stimmt.
Ja, ja, okay. Ich meinte auch schon mal gefahren vorhin. Ja, ja. Grüße nach Texas zurück. Du bist 6 Runden gefahren damit und viel schneller. Wie ist denn das Wetter da hier? Bestimmt auch arschheiß, oder? Ich teste mal das hier. Also. Ich mach dieses. Ich zeige da verrückt da unten. Identische Temperatur fast. Also ich habe mir gerade einen Pullover angezogen. Und die letzten 2 Tage, keine Ahnung, 26, 27, 28. Und bei Jens, der zieht sich einen Pullover an, der ist wahnsinnig. Bei mir ist immer hier 30 Grad im Wohnzimmer und 28 in der Küche. Dachte ich mir, dass es so ist. Aber ihr habt hier doch alles Klimaanlagen und so, ne? Kannst du sonst nicht überleben, ne? Ohne? Dann ist es bei dir 9 Uhr abends, oder was hast du für... Ja, doch, oder? 9 Uhr abends? Ja, meine Schwester steht hier immer noch auf Sylt und da ist schon relativ kühl. Vor allen Dingen halt auch super windig, ne? Okay, Gina, you've got 10 minutes of fuel remaining. Auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch klar, dass da windig ist, oder? Ist da nicht immer windig, oder was? Ja, es ist, glaube ich, immer Wind. Falls hier Houston. Over. Glück hast du kein Problem. Sector 1 times okay. Ja klar, ich sag hier ohne Klimaanlage ist der RIP da. Und ich sag mal, den los, ey, der aus 38M. Endlich ist er wieder da warm. Reicht wieder. Und ist Deutschland wieder sauber. Der Nos ist weg. Yippie! Vielleicht Party hier. Sector 2 time is okay. Ein Dorn im Auge weniger, weißt du, ich meine. Ja, ich muss sagen, ich habe die, glaube ich, wirklich zu schnell abgestempelt. Der ist echt krass. Der Lexus ist gut, der fährt sich wie so ein Porsche früher. Ohne Witz. Der fährt sich wie so ein Porsche früher. So ein älterer Porsche, den wir mal gefahren sind. Der ausgemustert wurde. Okay, der kommt auf jeden Fall in die nächste Runde. Es kommen einfach, bleiben einfach alle drin, das passt doch. Ich hätte nur gerne eine neue Corvette drin. Bist du jetzt umgezogen oder kommst du wieder? Ich kann mir nicht vorstellen, Technik, wie cool der sich fährt. Was hab ich denn? Wie sich der Skill verändert, das glaubst du nicht. Nürburgring habe ich den gehasst und dachte mir, what the fuck mache ich hier? Direkt löschen das Auto, aber ich hab's doch behalten, weil ich mir dachte, komm, test es nochmal.
Was für ein Irrglaube. Sector 2 time is good. Wer ist denn jetzt? Den Lexus, den glaube ich, bist du vorher gefahren. Sehe schon. Ja, Wahnsinn. Ja, der wieder ein bisschen verbremst gerade. Nicht ganz raus, wie ich es machen muss mit dem, aber Zeit wird, glaube ich, jetzt nicht schlecht. Diese Zeit verloren noch. Kann man machen. Wahnsinn. Die machen alle Spaß, Jens. Ich kann nicht meinen Skill nur so verändert haben. Sector 1 time is good. Ja, warum nicht? Klingt sehr entspannter Wagen. Ich hab halt alle Enge da rausgeschmissen. Jaguar, Bentley, Lexus, weg mit denen! ganzen Inseldinger da weg. Boah. War Karma jetzt. Warum nicht, ne? Die wollen ja auch nichts mehr mit uns zu tun haben. Also. Genau. Im Leben sind wir da. Weg mit denen. Ja. Was Feedback noch ein bisschen höher um 2 Punkte. Oh, echt? Also approaching, watch your mirrors. Kommst du gerade oder was? Schon weiter weg. Ey, der fährt sich ultra heftig. Boah. Ich hab dann noch ein bisschen was verändert. Nur eine Standardsache. Warte mal, ich leg jetzt so mal ein bisschen tiefer das Teil. Mal kurz speichern hier. Gino und so. Gino. Zack, habe ich. Und jetzt... Oh, was habe ich? Ich habe Dinge. Ja. Taste gedrückt. Falsch. Hatte ich Lenkradcam nicht an, oder was? Schon. Okay, das lassen wir so. Einmal. Aufhängen. Ja, fährt er vorbei einfach hier. Okay, gucken wir mal. Ein bisschen tiefer gemacht. Einmal kurz Bremsding nach vorne. Ich habe mit dem aktuell fast so viel Fun wie mit dem BMW, ne? So stark ist der Weimar. Von der Sicht her ist es nicht so geil, weil da muss ich mir vielleicht noch was anderes, aber das passt schon. Wahnsinn.
Was geht mit dem? Ich glaube, ich kann meine Zeit nicht mehr so einfach schlagen jetzt, aber. Anders krass. Ich sehe die Straße nicht direkt vor mir. Ich muss da echt die Sicht nachher verändern. Macht einfach Fun. Fährt sich schon ultra stabil auch. Nur ein bisschen was verändert. Keine Ahnung, ob es jetzt besser oder schlechter gemacht hat, aber ich fahre jetzt einfach mal mit dem. Frag mich, wie lange dauert es, wie viel Jahr, dass ich mal einfach so fahre und nicht so viel schwitzen muss oder Luft anhalten muss, teilweise bei manchen Kurven. Immer noch, also, wie? Ich glaube, du musst immer schwitzen. Meinst du, dass auch Xentron schwitzt? Soll nicht einfach sich reinsetzen und fährt? Drauf an, wie schnell er fährt. Ne? Ich denke mal, die Zeit, die er jetzt hier auf der Strecke gefahren ist, da wird er sich schon Mühe für gegeben haben. Also nicht. Also, weil der ist ja, wenn du siehst, wie er fährt, der fährt einfach, weißt du? Der fährt einfach. Was? Krass, oder? So Spaß gemacht, ne? Ah, Mai, du hast mich ein bisschen geblockt. Ja, ich hab so eng die Kurve genommen. Ich war schon auf diesem Ding da drauf, dem, wo die Schrift drauf steht. Oh, Vorsicht, nein, zack, ey, das ist Katastrophe bei der Kurve. Ich bin da noch nie rausgeflogen. Echt? Ich schon so oft? Ja. Noch nie. Das war jetzt wegen der anderen Linie. Und das ist auch noch das Geile, da wo man sich dann bekämpft, dann hat man noch andere Linien, da macht es ja noch mehr Spaß.
Sector 2 time is good. Identische Zeit gefahren. 0,000. Eigentlich. Hab ich öfters. Katastrophe. Also eigentlich finde ich es gut. Ich kann meine Zeit wiederholen, aber man will sie ja verbessern. Aber das passt schon. In der Formel 1 auch schon mal gesehen, wie die irgendwie um 0,0, ich weiß nicht, 2 Sekunden oder so gleiche Rundenzeit hatten. Es gibt auch in der Geschichte öfters, wo sie die gleichen Zeiten haben. Sogar 3 Stück. es war mal Sao Paulo irgendein Jahr, wo es um die Weltmeisterschaft ging, und da hatten drei Stück die gleiche Zeit im Qualifying. Bei der Formel 1? Ja, es war heftig, ja. Ich glaube, der klingelt bei mir auch irgendwas. Ich glaube, das habe ich mitbekommen. Irgendwie sowas. Lass mal schauen. Aber das 3 gleiche Zeiten ist halt wirklich hart. So, ich ja, sag das mal, 2 gleiche Team, gleiche Auto. Und das waren da auch noch die, die gekämpft haben um die Weltmeisterschaft, soweit ich jetzt noch weiß. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, oder? Ich probiere mal. Über 12 Stunden Training heute, Jens. Krass. Stabil. Hab ich mir gestern auferlegt, weil ich gestern noch viele gemacht habe. Viele. Und heute auch wieder. Morgen 16. Du musst dir mal vorstellen, ich will hier schon reingeschwitzt haben und trotzdem bin ich scheiße. Natürlich bin ich besser als vorher, aber trotzdem bin ich noch halt im Müll. Im Wind, ein Sandkorn im Wind. Im Vergleich zu den Guten. Ich würde gegen jeden verlieren, der joint jetzt. Joinen würde, gegen jeden. Das ist so heftig, wie stark die Fahrer sind. Das ist nicht einmal übertrieben, Jens. Ich kann mich ja selbst dissen und alles, okay, habe ich jetzt auch vielleicht. Aber es ist trotzdem leider Tatsache. Würdest du mal interessant finden, wenn alle gleiches Auto und gleiches Setup fahren? Ja, ändert sich nicht viel. Center ein erster. Katie vielleicht zweiter, Kurt dritter. Ui. Dann Techni. Nee, ich meine nicht, dass sich die Platzierung ändert, sondern wie dann die Abstände sind. Nicht anders. Also ziemlich gleich. Haben wir ja schon getestet, sowas. Also, wir sind ja eine selbe Auto gefahren. Wir haben noch gestern Rennserver gehabt, dass wir es nur ein Auto gab. Und gut, wer weiß, vielleicht hat man mal hier, mal da was verändert, aber gleiches Auto. Das Rennen, wo ich mitgefahren bin, hatten wir auch nur ein Auto und da war ich tatsächlich Vorletzter. Juhu! Genau, ich habe es einfach eingestellt, wenn Rennen ist, dass wir einfach ein Auto haben, damit es einfach gleich ist. Auch wenn es im Endeffekt egal ist, der mit mehr Skill gewinnt einfach. Selbst wenn der mit mehr Skill ein schlechtes Auto fährt, gewinnt trotzdem. Aber ist doch, finde ich gut so. Ja, finde ich auch. Dann hat man wenigstens nicht das Gefühl, es könnte am Auto liegen. Also, dass es nicht am Auto liegt. Dass man da nicht das Gefühl hat. Da weiß man, dass man scheiße ist, oder?
Da ist Meister. Keine Ahnung, was du. Da ist kein Sinn, was ich hier erzähle. Noch nie Sinn ergeben, wenn du was erzählst. Geh doch an Wix.com. Klappe, sonst hau ich dir auf WhatsApp. Auf WhatsApp haust du mich? Was? Auf WhatsApp haust du mich? Auf der WhatsApp? Ja, genau. Hast du gesagt, aus mir WhatsApp. So, okay. Böses Äffchen machst du dann. Bin ich schon erschrocken. Ah. Ich habe ein bisschen verkorkstes Setup gerade. Das Heck ist jetzt wilder. Dass du wieder da bist. Du Muffel, du. Muffischlumpf. Wie du mal tust, als wenn ich 3 Jahre nicht da war. Ja, wann sind wir zuletzt gefahren? Vorgestern, ich weiß nicht genau. Okay, Gina, you've got 10 minutes. Also vorgestern, wenn wir jetzt noch ein, also nicht schon nachts hätten. 2021. Morgen können wir noch mal ganz viel fahren. Was haben wir morgen? Morgen haben wir Freitag. Ne? Also nachher ist. Also jetzt haben wir Freitag. In 10 Minuten. Ja, da können wir noch viel fahren und Samstag laufe ich mir vermutlich wieder die Füße kaputt. Ach du Scheiße, das ist so ein Idiot, ist das. Ich meine, mach das. Gönn ich dir. Also kann man das nicht so regeln, dass du die Füße nicht kaputt läufst, sondern nur läufst? Ja, normalerweise passiert das, wenn man regelmäßig läuft. Dann passiert sowas nicht. Aber wenn du ständig irgendwelche Sachen hast und dann wieder Pause machen musst. Ja, aber du musst ja ohne mit. Die Wehwehchen kommen ja auch vom Laufen. Nee, auch nicht. Nee. Nicht bei mir, nee. Okay. 1,9 Sekunden hinter BMW. Puh. Ich glaube, jedem Auto ist schon so eine halbe Stunde oder so. Doch, verstehe. Okay. So, ich habe getestet. Lexus. Ich habe Jaguar getestet. Ich habe Bentley, habe ich getestet, glaube ich. Ja. Den anderen BMW hier, aber ich muss jetzt gar nicht mehr so viel. Ich habe das ja eigentlich alles schon. M6 habe ich getestet. Bentley bin ich mir nicht sicher. Habe ich M6 oder Bentley getestet? Scheiße, Mann. Kurz hier rein. Zack. Can't fight the moonlight. Die Tabletten da, oder was? Die habe ich sogar da. Nehme ich da meine Tabletten da. Habe ich da. Einmal. Zweimal. Nicht genug zu trinken hier. Was habe ich jetzt hier für einen Scheiß? Drei.
1,6. 71, okay. Ich kenne mich nicht aus hier. Wie hoch ist der? Ja. Test ich mal. Ich habe jetzt nur ein bisschen die Reifen angeschlagen. Jetzt schon gefahren oder nicht? Nein! Fuck you! Fuck you! Fuck! Mist! 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 Aber Street Fighter fand ich trotzdem anstrengender. Ja, war das? Ja, zum Schluss noch schon. Am Anfang war es doch gemütlich, oder? Also als wir da den Tag 7 Stunden gespielt haben, da kam ich mir schon... Da kam ich mir äußerst verprügelt vor. Ja, geil geschehen. Das war schon anstrengend. Ja, wir haben auch übertrieben. War sehr, sehr lange. Beim Fahren würde ich nie übertreiben. Mache ich meine 2 Stunden fertig. Na klar. Warte mal, ich sehe das nicht. Ich muss die Sicht ändern bei dem Scheiße. So? Ja, ja, schon besser. There's traffic behind. Keep your wits about you. Traffic behind, egal, der wird mit reingerannt. Traffic weg. Sehe ich auch die Dinger. Wieder andere irgendwie. Die Speicher notwendig, habe ich doch schon. Was ist mit dir? Hat auch so wieder wie der Lexus da das gleiche Display. Ich lasse das so. Ist jetzt gerade ganz weit vorne. Nee, echt. Hey du, so wie ich jetzt eingestellt, da fährt sich gut. Ich hab den gehasst, das Auto, Mann. Das kannst du nicht vorstellen, Jens. Ich hätte die alle mit minus 5 Sternen bewertet. Und jetzt fahre ich und finde sie einfach minus 4 Sterne. Schön. Porsche werde ich trotzdem nicht nochmal fahren. Das ist ja egal. Darauf wollte ich nicht hinaus, ich wollte nur... Wie ich das halt... Ich bin so erstaunt auf einmal, ne? Obwohl doch, ich fahre ihn nochmal. Um ihn da ablästern zu können. Nee, lass mir bitte sein.
Der wird verboten für deine Steam-ID. Aber nicht der TGs Lieblingsauto. Nee, ist ein super Wagen. Ich finde den richtig schön. Ist nichts gegen zu sagen. Der kann eh nur mit einem Auto. Weißt du, ich meine. Zumindest ja gönnen. Ich frage mich halt, warum man gerade mit denen klarkommt, weil keine ABS und so. Ja, gerade deswegen, sagt der Spander. Das muss man da nicht immer voll draufdrücken, sondern kann ein bisschen dosieren. Quäl dich mal. Ja, du musst ja nicht drauf, also ich bremse ja auch meistens nicht voll. Aber du kannst mit den Autos, die wir haben. Wenn ich später bremsen kannst, bist du eigentlich mehr Vorteile. Ja, deswegen frage ich mich ja. Spannender kann ich zwar verstehen, aber der gefiel mir auch das Force Feedback nicht. Das war mein größtes Problem. Da muss ich ja nochmal gucken. Es fühlte sich. Also, man hat zwar jeden Huckel auf dem Boden gespürt, so, du hast es die ganze Zeit. Aber so richtig gegenlenken und so. Ich bin anscheinend irgendeine Zeit schon mit dem gefahren, weil ich bin. Schlechter einen als meine Zeit, über eine Sekunde. Weil bin ich in Gefahr mit dem heute schon? Erst mit dem 2020 Porsche, gell? Mit der 991. Du mich den gibt 3. Was sagst du? Du fährst mit 991 Porsche, gell? Ja. Du mich den gibt 3. Ich glaube, es reicht mir für heute. Ich habe tierisch Hunger. Ich kann nicht mehr mich konzentrieren, weil ich so einen Hunger habe. Vernünftig. Gib mir ein paar Scoville essen. Easy. Ein paar Millionen. Oder? Ja, mal gucken, wie viel. Ja, guter Call. Also guter drei Call. Tropfen. Ja? Mal. Ich hab das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Machen wir mal 5. 5 ist, glaube ich, gut. Ach du Scheiße. So, was hauen wir denn raus? Gar nichts, oder? Was hauen wir denn raus hier? Ich glaube, wir lassen nicht, musst du ja nicht. Lass einfach. Die Corvette erstmal auf jeden Fall raus, da. Bis ich die neue habe. Achso, BMW wolltest du, glaube ich, auch rauswerfen, ne? Nö, nö, schon okay. Lass ich erstmal drin, Alter. Je nachdem, wie viel Boxen die neue Strecke hat. Du weißt ja, da muss ich halt dann immer kastrieren. Mal 20, mal 30 Boxen, das ist total bescheuert, sowas. Für die Strecke speziell deine Auswahl immer lädt? Wie meinst du? Naja, sagen wir mal, du hast jetzt hier da rechts deine Liste und die drückst du dann irgendwie auf Speichern und wenn du dann das nächste Mal diese Strecke aufmachst, kannst du dann für diesen Ring hier die Tracklist wieder laden. Ach so, hier, da müsste ich ja alle speichern, habe ich gemacht. Ich habe das hab's dann eher für einzelne Autos gemacht, nicht für Strecken hier. Also hier habe ich schon, aber nicht so, wie du gerade sagst, sondern nur für andere Autos. Weißt du, andere Autoauswahl, nicht auch noch Strecken. Das müsste ich speichern mit Autoauswahl und noch Streckenautoauswahl. Deswegen habe ich nur so grob. Jetzt sagt er mir, dass er irgendwas installiert und deswegen soll ich mein Programm nicht beenden. Ja. Okay, macht er aber nicht.
So. So ist es mit dir, Jensi. Mensch, hör doch mal auf, was ist mit dir? Also, benimm dich doch mal. Kannst du nicht vorstellen, der Typ. Aha, das sagt der Richtige. Wieso habe ich hier so viele Dinge bei dem? Okay, habe ich hier noch gar nicht. Hä? Ach du Scheiße, sind hier so viele. Warte mal, Brands, Countries. Wo ist denn da? Scuderia. Gott, sind da viele. Wieso sind so viele Dinge? Beginnt bei dem. Ist das der, den wir am Server haben? Ne, 2011 ist hier. Wo ist denn der, den wir am Server haben? Ferrari 488 GT3 ACC. Doch, das ist der. An der ACC da 2020, der da. You can try to resist, try to hide from a kiss. Can't fight the moonlight. Huch, Mikrofon wieder umstellen hier. Yo!
Das, was für Force Feedback es hat. Kannst du nicht vorstellen. Boah. Fährst du da Singleplayer? Ja, kurz zum Test. Uiuiui. Wenn du dann bergauf fährst oder so die Jacke so gekippt ist, ist so hart zu gegenzulenken. Oh Gott, das will diese Kurven, Alter. Ja, Katastrophe hier. So schwer hier. Also hier ist Force Feedback an, das will aber schon mal die Grafik an der Strecke. Hier das Gegensteuern, Alter, das ist ja also das Force Feedback wird von 10 auf 100% auf einmal. Yes, work out. Rechts. Dann geht's gleich wieder links. Alter, what the fuck hier? Jetzt wieder. Okay, das ist Endgegner hier. Zeiten sind halt ähnlich wie mit der anderen Strecke. Sogar kürzer ist die. Also ich verabschiede mich jetzt mal. Ich mich auch. Okay. Ja, war nice. Geht auch ins Bettchen. Und dir wünsche ich dir Mahlzeit. Ich bin dann morgen Nachmittag wieder da. Freue mich. Ich auch. Ab wann bist du online? Ich war jetzt letzte Zeit, als ich um 1, 2 ins Bett gegangen bin, war ich immer so gegen 12, 1 da. Also, so 10 bis 12 Stunden. Von jetzt an. Oh, okay. Würde ich sagen. Okay. Gut, gut. Dann bis später. Bis später. Gut, dann mal Hunger und schlaf gut. Jo, doch. Mach die. Tschüssi. So. So, wir lassen jetzt irgendwas laufen. Wo ich ein bisschen was hören kann. Ja, ist ja auch richtig. Ist auch okay, dass er zurücktritt, weil mit dem Scheiß, was jetzt mit dem passiert, nur scheiß Team, scheiß Autos, hätte ich auch gar keinen Bock mehr zu fahren. Formel 1 hinterher, das ist viermal Weltmeister, das reicht schon wieder. Hör ich was?
werde meine Zeit in der Formel 1. Scheiße, ich habe nur ein Ohr. Wie so ein Knastvideo, Alter. Schöner Brummen. Jetzt. Ist es nur einseitig? Von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen. Okay, passt. Dachte, man hätte es kaputt. Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Das Ungarn-Wochenende, liebe Motorsportmagazin.com, Freunde und Formel 1-Fans, es begann mit einem. Also richtig so. Also ohne Scheiße so. Der quält sich nur noch und wenn du nicht für eine Musik kämpfen kannst, dann hätte ich auch keinen Bock. Ist so. Ich weiß gar nicht, soll ich überhaupt noch Mikrofon irgendwie mitnehmen, weil es ist ja eh scheißegal, ist kein Mensch mehr aktiv da, also kann ich auch ohne Mikrofon hier rumlaufen. Bisschen Bett fein machen, dann schlafen. So, ich mach's aber trotzdem an. Einfach Bock. Das nehme ich mit. Muss so viel mitnehmen wieder ans Bett. Das lasse ich da. Die ganzen Tabletten nehme ich hier mit. So. Cool, da hat er bestimmt das encoded, dass ich jetzt quasi sogar das jetzige encoden könnte. Dann sind wir direkt live. Jetzt sogar die heutige, jetzige Aufnahme können die encoden. Ich muss sie eh gleich beenden. Warte mal kurz. Wir müssen ja ins komische Chatting-Mist-Dings. Das mache ich aus dem Ding. Das mache ich aus dem Wohnzimmer. Ohne Momento. Ich beende gleich alles. Stelle um auf das Chatting, aber ich muss erst im Wohnzimmer. Den ganzen Mist hier mitnehmen. 3, 2, 1, from a kiss, can't fight the moonlight. Das Lied geht so anders. Einfach komplett hier ganz anders singen, wie es eigentlich funktioniert. Bei Stimmen. Oh. Oh, erstmal schalte ich um. Auf Wohnzimmer, zack. Twitch-Aufnahme.